Hey Leute, da sind wir wieder. Heute gehen wir in den verlassenen Zoo. Und sehen, was da so geht. Also hier war mal ein Zoo. Anscheinend. Er ist verlassen. Und ganz vereinsamt läuft, ganz alleine, so ein kleiner Typ daher. Namens Lucas. Aus Mother. Leider nicht in Europa erschienen. Aber auch bei ihm auf einmal die ganze Bande. Scheiße. Der muss mit denen allein fertig werden. Er ist sehr ängstlich. Aber da kommt einer seiner größten Gegner, die Porky-Statue. Ja, ich muss zugeben, ich habe Mother nie gespielt, also... Das ist auf jeden Fall ein Gegner von denen und der ist unverwundbar. Das kann man sagen. Eine riesenböse Statue. Können ihn nicht besiegen. So, und der jagt uns. Das heißt, was machen wir? Wir müssen einfach vor ihm wegrennen. So sieht's aus. So, da ist das nämlich. Seht ihr? Da ist er und... ich kann ihm nicht wehtun. Also einfach weglaufen. Vor allem jetzt nach der Cutscene sieht das irgendwie voll hell aus, das Level, im Gegensatz zu vorher. Ey, das sind auch neue Gegner. Solche Dinger, die immer... Ey, nein, ein Sticker. Ich krieg den nicht. Oh. Den hat er erwischt. Okay, der ist auch ganz schön schnell unterwegs. Ich glaube... Nee, ich glaube nicht, sondern ich weiß. Je höher die Schwierigkeitsstufe ist, desto schneller läuft er dann auch. Also bei leicht... Boah, da dauert dieses Level oder dieses Levelstück eine Ewigkeit, weil er läuft so langsam. Bei super Cojones schwer. Boah, da ist er ganz schön flink. Hier ist er auch noch recht schnell, aber ich meine, ihr seht ja, es ist ein angemessenes Tempo. Man kommt ja mit klar gegen den. Oh man, diese Viecher hier. Das gibt's auch nicht. Und hier haben wir auch Wasser. Hat man jemals Wasser in diesem Spiel? Aber egal, er fällt rein und wir haben ihn überlistet. Yeah, man, ich bin Lucas, ich bin der Beste. Oh shit, er ist wieder da. Er ist wieder da und ich gehe jetzt einfach weiter. So, auf der Jagd. Passiert etwas ganz schön Schlechtes, nämlich fange ich mich voll da drin. Und das war's. Das war's für Lucas. Er ist tot. Oder auch nicht, denn so eine fette PK Thunder Attacke kommt. Und haut ihn einfach weg. Eben durften wir ihn noch nicht verletzen, aber Ness. Ness darf. Der darf. Gut, was los? Okay, in einem riesigen Luftkampf. Bam, explodiert das Ding einfach. Und es kommt der wahre Boss zum Vorschein, nämlich... Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Dieses komische, kranke Ding. So, wir können zwischen Ness und Lucas wählen. Ich nehme Ness. So, und jetzt der Bosskampf gegen Porky irgendwas. Auch aus der Mother-Serie. Porky einfach nur, okay. Okay, aber der kann so eine Attacke. Nicht reingehen. So, kann einfach ein bisschen Feuer drauf machen. Halt unsere coolen Attacken. Ja, ich habe Mother, also, oder Earthbound leider nie gezockt. Also doch, den Teil mit Ness, den habe ich sogar mal angezockt. Aber es war's auch schon. Die Teile sind nie in Europa erschienen. Das ist sehr schade. Ich glaube, hier, der Teil mit Lucas, der ist noch nicht mal in Europa, nicht mal in den USA erschienen. Nur Japan. Oh, warte, ich brauche das Curry. Okay, der haut so komische Porky-Dinger da raus. Oh, jetzt macht er diesen fetten, bösen Laser. Das heißt, immer schön ausweichen. So, das hier das dürfte ordentlich Schaden drücken. Wenn ich drauf haue und gleichzeitig noch... raus hier, okay. So, ein bisschen Baseballschläger drauf. Und dann ist der Typ auch schon... Nein, er hat mich noch kurz am Schluss getötet. Das gibt's auch nicht. Gut. Lukas, du machst den Rest. Auch wenn es nur zwei Schläge sind oder so. Ein bisschen davon, ein bisschen Autsch, ein bisschen Schaden nehmen, aber dann ein bisschen töten. So, das Ding ist hingerichtet, es liegt jetzt einfach nur darum. So, lief doch gut, Kumpel. Oh shit, auf einmal steht wieder Wario da oben und ist wieder auf Jagd. Der wird sich unbedingt eine Nest-Trophäe angeln. Aber Ness ist gekonter und geschickter Ausweicher. Das gibt's auch nicht. Ein paar mehr Schüsse vielleicht. Ah, Mann. Na gut. Holen wir uns halt das hier. Der einfach nur blöd in die Gegend starrt. Nein, der schubst ihn weg und wird selber zum Opfer. Genau wie Diddy Kong. Nee, Donkey Kong zum Opfer wurde, ja. Ja, was? Hast du ein Problem damit?
Boah, es ist so eine Psychostelle. Wario ist ein richtiger Psychopath, Mann. Okay, Lukas wurde feig und ist weggerannt, anstatt zu kämpfen. Und ist jetzt auf einmal einen nächsten Typen gestoßen. Und schon wieder sind die überall Dinger. Okay, was geht mit dem? Ja, er hat eine Lösung. Und zwar so einen komischen Ball. Man muss ja so tun, als würde man es noch nie gesehen haben. Und auf einmal, boom, holt er sich einen Shiggy daraus. Ein Pokémon-Trainer ist das. Nämlich der Pokémon-Trainer Red aus Rot und Blau. Also aus Pokémon Rot und Blau. Und Feuerrot und Blattgrün. Auch kommt er als Gegner vor bei Gold und Silber und Kristall und Hartgold und Soulsilver. Ich glaube, den gibt es auch bei Pokémon Schwarz 2 irgendwie. Und da gibt es noch diesen Anime. Gut, jetzt habe ich genug geredet. Wir können. Ich nehme einfach trotzdem Lukas, weil ich Lukas gerne spiele. Einer meiner absoluten Mains ist das sogar, wenn ich ehrlich bin. So, auch wenn er sich wie so ein Schisser verhält in diesem Adventure-Modus. Aber gut, er kann eigentlich ja kämpfen, solange ich ihn steuere. Okay, das klang jetzt irgendwie ein bisschen komisch selbstverliebt, aber nö, ich meine das nur auf eine nette Weise. Ihr wisst, was ich meine. Gut, jetzt haben wir auch Team Galactic Musik aus Pokémon, Smaragd, nicht Smaragd, wie heißt das? Platin. Platin und Diamant und Perl. Ich habe heute sogar Pokémon Platin gezockt, das ist interessant. So, smashen wir den weg. Ja, ich habe heute Pokémon Platin auf meinem Handy gespielt, obwohl es ein DS-Spiel ist. Dank moderner Handy-Technologie kann ich einfach problemlos Handy auf dem Handy Nintendo DS-Spiele abspielen. Das ist voll krass. Oh, einen Hammer, den muss ich haben. Oh, fuck, nicht die Bombe. Scheiße. Autsch. Ah. Oh, hier haben wir jetzt nochmal einen neuen Gegner. Gut, den haben wir jetzt one-hitted. Den auch. Aber werden sie um einen Einsatz sehen, also. Die brauchen ein paar Treffer, die regenerieren Leben und zwar sehr schnell. Das heißt, wir müssen sie wirklich schnell wegkommen, bevor die das hier machen. Und mich damit auseinandernehmen. So, ich glaube, alternativ können wir einfach das Ding auf die werfen, weil das sollte die, glaube ich, auch mit einem Schlag besiegen. Oder sie besiegen mich mit einem Schlag. Gut, dann haben wir jetzt Shiggy. Gut, schnell das Ding schmeißen. Und der Typ ist Geschichte. So, wir sind Shiggy, gut. Vielleicht für die, die jetzt Brawl kennen, aber nicht den Abenteuermodus zum Beispiel. Ihr denkt euch jetzt so, warte mal, man kann doch zwischen Shiggy, dieser Knosp und Glurak wählen. Spoiler ich jetzt mal. Es geht nicht. Also, wenn ich jetzt unten B drücke, da passiert einfach gar nichts. Also, habe ich einfach gar keine Attacke auf unten B. So, der Pokémon-Trainer, der hat nur Shiggy. Er hat ein Pokémon. Aber dazu wird später in der Story immer mehr kommen. Nicht runterfallen, einfach Kaskade. Es sah nach Kaskade aus, oder? Okay, oh, drei Stück von denen. Schnell weghauen, bevor sie sich wieder heilen. Aber doch, doch, ich hab's irgendwie geschafft. Eine Hähnchenkeule. Oh, warte, ich muss das alles essen. Okay, wow. Zweitens schon mal erledigt mit der Bombe. Oh, fuck, die mich natürlich auch trifft. Ist der dritte dann auch erledigt. Okay, jetzt haben wir so ein komisches Gebäude. Wir gehen einfach mal rein, optimistisch wie wir sind. Na, was geht? Okay. Also das sieht jetzt mehr nach dem Sea Life hier aus oder so. Keine Ahnung, da wo die Delfine mal waren. Als sind hier so komische Voltoballs oder sowas. Oder Ballau. Also Dinger, die Pokéball ähnlich sehen auf jeden Fall. Aber auch komische Viecher, böse Gegner aus diesem Spiel sind. Und die können sich vervielfältigen, sehr schnell, wie man sieht. Das heißt, so eine Bande aufzuhalten ist natürlich immer eine gemeine Sache, weil ich da beim Töten gar nicht hinterherkomme. Aber ich glaube, irgendwann... Scheiße, es regnet auch wieder neue von denen. Nein, du machst dich jetzt nicht zu mehreren Teilen. Und dann kommt der nächste. Töten und dann darf ich weiter. Und da haben wir eine orangene Box mit irgendeiner Trophäe drin. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt war. Oh! Ein schwarzes Loch, wo immer diese Elektrodinger rausregnen. Regnen vor allem. Gut, da oben ist auch die Tür. So, das haben wir zerstört. Dich zerstören wir jetzt auch noch. Ich glaube, dann habe ich auch alles. Da unten war jetzt noch eine Box. Ne, war nicht, aber nur ein Gegner. War da wirklich gar nichts mehr? Ich dachte, hier hätte ich noch irgendwas. Ich gehe mal trotzdem optimistisch hier lang, aber. Ne. Okay, dann nicht. Also, der Trainer selber, der ist hier immer ein bisschen unterwegs. Der läuft hinterher, aber. Dann sieht man den mal nicht, dann ist er mal dann doch wieder vor einem. Der spawnt immer seine ganzen Stellen.
Ach nee, das ist die Team Galactic Musik, ne? Was habe ich denn? Was war denn das eben für eine Musik? Die ich eben gesagt habe. Achso, das war einfach wilde Pokémon-Musik, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich habe vergessen, was eben für Musik lief. Ich hatte nur im Kopf, ja, im Brawl gibt es ja dieses, diese böses, also dieses böse Team. Dieses Schwertchen, so ein böses Team. Und das halt aus Platin und Perl und Diamant. Nur das hatte ich noch im Kopf. Und dann dachte ich, ja, das muss es auch sein jetzt. Gut, nur leider bin ich jetzt auch wieder mit Shiggy gestorben. Wir gehen echt die Leben aus. Gut, naja. Nein, nicht gut, eigentlich. Jetzt haben wir hier so eine orangene Box. Die können wir aber aufmachen. Ich glaube, der Boden, der zerbricht, wenn ich drauf gehe. Oh, das tut der. Na toll, zwei Maxi-Tomaten. Jetzt, wo ich natürlich gar keinen Schaden habe. Der zerbricht nicht. Na gut. Dann nicht. Aber ich glaube, so lang ist das Level auch nicht mehr. Das sollte man mit zwei Leben jetzt noch ganz gut schaffen. Oh oh, nicht du schon wieder. Und nicht du schon wieder, wo ich schon anderen davon. Und es kommt immer mehr davon. Hier, frisst das und stirb. Du auch. Wow, jetzt haben wir einen Haufen an Essen drin. Super, immer noch, während ich keinen Schaden habe. Eben hätte ich das so gut gebrauchen können, als ich mit Shiggy richtig viel Schaden genommen habe. Aber jetzt ist leider zu spät. Gut. Hau weg die Kacke auf. Fällt der? Was das dann? Jo, ich darf weiter. Yeah, Sticker. Und dann sehen wir schon so einen Schein, so ein Leuchten. Das sagt eigentlich schon Levelende gleich. Da. Obwohl, nein, wir müssen uns noch dieses komische Eis gönnen, was das da ist. Das muss vorher noch sein. Ein bisschen essen. Okay. Wir sind durchgekommen durch den ganzen Zoo. Zurück in den Pokéball, Shiggy. Wir haben unseren Job gut erledigt. Okay, hau rein. Ey, nein, warte. Oh, shit. Wieder alleine. Denkt jetzt zurück, wie feige er weggelaufen ist. Nein, er läuft mit ihm mit, hat er jetzt beschlossen. Sehr gut, wir haben ein paar Dinger. Wir haben zweimal Galaxo bekommen. Cool. Okay, dann weiter. Lukas und der Pokémon-Trainer sind den Kämpfer beigetreten.